Grüß Gott und herzlich willkommen. Heute habe ich Wolfgang Bosbach, den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hier im Parlasaal der Freiburger Münsterbauhütte zu Gast. Er wird jetzt gleich zu Deutschland hat die Wahl sprechen. Ich bin gespannt. Der früheste Vertreter der Parler hieß zwar Heinrich von Gmünd, stammt aber wie Sie, Herr Bosbach, aus dem Rheinland. Es sind noch genau 77 Tage bis zur Bundestagswahl. Höchste Zeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sich klar zu werden, was tatsächlich zur Wahl steht im September. Bei dieser Bundestagswahl werden für Deutschland wichtige Weichen gestellt. Als CDU werden wir die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, dass die Politik der CDU die richtigen Grundlagen hat, um nachhaltige Lösungen für unsere Herausforderungen in Deutschland, in Europa und in der Welt bietet. Das Ziel der CDU ist es, Deutschland voranzubringen. Nicht meckern, sondern machen, heißt die Devise. Das Programm der Mitte ist die richtige Entscheidung für Deutschland. Nur mit der CDU gibt es auch weiterhin eine verlässliche Haushalts- und Finanzpolitik. Die Leistungsträger in Deutschland zu entlasten ist deshalb eine Aufgabe, denen sich die CDU verschrieben hat. Unsere Partei macht ernst mit dem Grundsatz, nur wer dauerhaft verantwortungsvoll und nachhaltig wirtschaftet, kann drängende Aufgaben erledigen und bezahlen. Das gilt auch für unseren schönen Wahlkreis. Ich setze mich mit Nachdruck dafür ein, dass der Stadttunnel in Freiburg gebaut wird. Wir alle wissen, dass Lärm und Feinstaub krank macht. Beim Stichwort Lebensqualität müssen wir auch fragen, wie Familien heute leben können. Für die CDU bildet die Familie den Kern unserer Gesellschaft. Und deshalb ist es richtig, die Förderung der Familie wieder ins Zentrum der Politik zu rücken. Jeder von uns kennt ihn aus Fernsehen und zahlreichen Interviews in Zeitungen und Magazinen. Wolfgang Bosbach ist Rechtsanwalt und Bundestagsabgeordneter des Rheinisch-Bergischen Kreises seit 1994. Wolfgang Bosbach wird jetzt zu Deutschland hat die Wahl sprechen. Herr Bosbach, Sie haben das Wort. Dass Sie heute Abend gekommen sind, das zeigt ja Ihr Interesse an der Lage der Nation, zeigt Ihr Interesse an der Lage der Union und an dem wichtigen Wahltermin 27. September. Das heißt, wir werden uns in den nächsten 2 Monaten noch sehr, sehr anstrengen müssen. Die Leute wollen uns schwitzen sehen. Sie wollen, dass wir für den Wahlsieg etwas tun. Und wir dürfen nicht glauben, dass es fast zwangsläufig wäre, dass Schwarz-Gelb eine Mehrheit bekommt. Deswegen meine herzliche Bitte, dass wir die letzten Monate noch nutzen, insbesondere um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Wir sind gerne Sozialstaat, aber ob wir auch gerne Industrienation sind und bleiben wollen, dahinter müssen wir mittlerweile ein Fragezeichen machen. Und dabei vergessen wir, dass es einen untrennbaren Zusammenhang gibt zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit eines Landes. Wenn Sie mich fragen, was ist die größte Sorge? Meine größte Sorge ist nicht die ansteigende Staatsverschuldung, die ist schon Grund zur Sorge genug. Meine größte Sorge ist, dass uns im Lande der Zusammenhang verloren geht zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der sozialen Leistungsfähigkeit. Wir müssen jetzt aus einer zugegebenermaßen schwierigen Situation für unser Land das Beste machen. Ich bin froh, dass Wolfgang Bosbach heute Abend klar und deutlich festgestellt hat, dass wir, die Union, in der nächsten Legislaturperiode die Mitte unserer Gesellschaft, also den Durchschnittsverdiener, steuerlich entlasten werden. Ich bleibe dran und schauen Sie bald wieder rein.